Patrick Kramer, herzlich willkommen zum Interview-Vorschau für das Spiel gegen St. Gallen. Man spielt gegen den FC St. Gallen am Samstag um 6 Uhr im Kibun Park. Wie ist die Mannschaft parat vom FCW? Ja, wir haben eine gute Trainingswoche gehabt und natürlich soll auch wieder die Leistung im Vordergrund stehen. Wir wollen jetzt nicht gar nicht zu viel an Tabellen oder an das Resultat denken, sondern vor allem an unsere Leistung. Und wenn wir dort anknüpfen, wo wir in den letzten Match aufgehört haben, und wird natürlich ein spezieller Moment sein, nachdem jetzt St. Gallen 4-mal verloren hat. Natürlich haben sie besser gespielt, als die Punkteausbeute ist, das muss man ganz klar sagen. Das wird ein bisschen ähnlich wie bei uns im Herbst, wo wir die 4 Matches verloren haben. Da haben wir auch besser gespielt und haben dann aber dort nichts geholt. Und bei ihnen ist es jetzt ähnlich. Und das macht es dann auch sehr gefährlich. Und ich gehe davon aus, dass sie mit einer unglaublichen Energie werden kommen und vor allem auch Zuschauer das Team werden bedingungslos unterstützen. Und wie das in St. Gallen auch der Fall ist. Und wir wissen natürlich um ihre Heimstärke. Aber wir freuen uns auf das Spiel, tolle Atmosphären und natürlich unsere Fans, die jetzt zahlreich werden kommen, wird sicher ein tolles Spiel geben. Jetzt ist die Meisterschaft in einer speziellen Phase. Es ist so, dass es immer mehr Sperren gibt, weil das wirkt sich jetzt langsam aus, die vielen Spiele vorher mit der Verwarnung und roter oder gelb-roter Karte. Dazu auch immer mehr auch Verletzte. Der FC Winterthur löst das ohne zu jammern, sondern schaut vorwärts. Wie tun ihr das erarbeiten im Trainerstaff? Ja, ich glaube, schon die ganze Saison so, tut eigentlich so der Team-Spirit und das bedingungslose Unterstützen voneinander tut uns auszeichnen. Und natürlich gibt es Ausfälle, es gibt Verletzungen, es gibt Gesperrte und das haben alle. Und ich glaube, eben die das können als Team immer wieder kompensieren, dass wir dann mal einer auf einer anderen Position spielt, als also normalerweise wird spielen oder eben, dass man einfach über den Aufwand, den man betreibt, das kann kompensieren. Dann kann man das eben auch entgegenwirken und ich glaube, das hat uns jetzt auch immer ausgezeichnet. Am Schluss ist immer wichtig, in dem Moment die können auflaufen und nicht die nicht da sind. Und ich glaube, das haben wir bis jetzt recht gut können ausleben und dementsprechend auch die richtigen Massnahmen ergreifen, dass wir trotzdem haben können punkten. Ich zähle mal ein paar Namen auf. Arnold, Gantenbein, Stilhardt, Giusto, Schneider, Burkhardt. Die haben alle auf verschiedenen Positionen gespielt. Ist das schon bei der Verpflichtung ein Thema, dass man polyvalente Spieler hat, möglichst? Ja, natürlich, aber ich glaube, jeder Spieler kann mehrere Positionen spielen, grundsätzlich. Also ein zentraler Mittelfeldspieler kann in der letzten Reihe spielen, kann aber im zentralen Mittelfeld spielen. Das ist möglich. Bei den Flügeln ist es auch so, Halbposition oder Flügel. Ich glaube, die Ausrichtung vom Team ändert immer ein bisschen. Aber durch den Mix von der Positionen tut sich das anpassen. Von dem her sehe ich das nicht so problematisch. Die Spieler zeigen ja auch die Offenheit, dass sie bereit sind, auf verschiedenen Positionen auch zu spielen, wenn es dann einmal muss sein und für das Team ist. Ich glaube, das zeichnet unsere Mannschaft am Schluss aus. Wie läuft das aber konkret? Jetzt haben die letzten zwei Spiele haben ziemlich vorne müssen umbauen, weil die zentrale Sturmspitze gefehlt hat. Wie läuft das konkret ab? Wer tut das entwickeln und wie im Staff? Also wer bringt die Ideen rein? Ja, am Schluss ist das schon meine Entscheidung oder auch das, was ich muss verantworten auch, oder? Und dementsprechend haben wir das natürlich aber auch im Staff besprochen und am Schluss, nochmal, die Mannschaft muss wissen, wie die Ausrichtung ist und was wir dann vorhaben. Wenn wir jetzt ohne Stoßstürmer spielen, dann ist das Ganze ein bisschen variabler da vorne. Dann hast du vielleicht auch am Flügel eher eine Halbposition und nicht einen, der an der Linie rauskommt. Und das haben wir ja eigentlich auch gut können umsetzen. Aber natürlich, in der Gesamtausrichtung hat uns das ein bisschen gefehlt, die Präsenz vorne. Und dann muss man es halt eben über die Komponenten, über die Zeiten zu kommen, in den Rückraum spielen, dass man dort die Präsenz hat, dass man das kann auffangen und dann vielleicht auch mal der eine oder andere weniger Ball, der lang ist, zum Ablegen spielen. Und da haben wir halt mit Randy Schneider oder auch mit Matteo Di Giusto haben wir Spieler, die dann nachher eben auch den Gegner vor Probleme stellen, wenn dann keiner zwischen den Innenverteidigern funktioniert, sondern eher zwischen den Linien innen. Und das ist dann auch nur angenehm für den Gegner. Also ist immer, wie wir das dann nachher dort umsetzen und mit welcher Überzeugung, dass man das auch macht. Wichtig ist auch immer, dass man mit der Ausrichtung, die man hat, die Mannschaft so erreicht, dass sie voll dahinter stehen. Und dann nachher kann man das genau gleich mit einer guten Leistung nachher dann umsetzen. Jetzt haben wir unter der Woche zwei Abgänge gehabt, kurz vor Transferende.
zwei Spieler von der Aufstiegsmannschaft. Kannst du dazu etwas sagen? Ja, so ein Abgang während der Saison oder die Abgänge während der Saison, das tut immer ein bisschen weh, weil mehrere Spieler jetzt in dem Fall, zwei Spieler, die sich immer top verhalten haben und im wichtigen Teil auch im Team waren, dann verloren und jetzt auf den Samir bezogen, er will einfach unbedingt spielen. Wir haben einen sehr guten Austausch gehabt, haben ein gutes Verhältnis gehabt. Und es ist jetzt nicht so, dass er flüchtet oder weggeht, weil wir einen Streit gehabt haben, sondern er will einfach unbedingt spielen. Und natürlich ist die Saison für ihn ein bisschen unglücklich angelaufen. Nach der Verletzung, Knieverletzung, die er hatte, ist er erst im Verlauf der Vorrunde dann wieder zurückgekommen. Andere Spieler haben in dieser Zeit dann performt, haben wirklich gute Leistungen gebracht. Und ich bin aber auf der anderen Seite gleich immer froh, dass ich ihn auch in der Hinterhand hatte. Wenn er reingekommen ist, hat er immer auch seine Emotionen reinbringen können, hat die Leute mitnehmen können, hat auch mal auf dem Platz die Mannschaft mitziehen können durch sein Naturell, das er hat und durch seine Persönlichkeit. Und natürlich hat er grosse Verdienste im Verein. Ich glaube, in der Aufstiegssaison extrem wichtig war. Dann auch die erste Super League-Saison, wieder, wo man oben war, hat er seine Akzente letzte Saison setzen und ist für ihn sicher nicht optimal gelaufen. Aber für ihn ist einfach wichtig, dass er spielen kann, auch für die nächste Zukunft, die noch kommt. Ihm geht es nicht um vertragliche Sachen oder Dinge, sondern er ist einfach ein Vollblutfußballer und will das auf dem Platz ausleben. Und von dem her wünsche ich ihm alles Gute bei Xamax und freue ihn natürlich jede Zeit, wenn wir wieder sehen. Wir sind auch so verblieben, dass wir in Kontakt bleiben. Ja, ich wünsche ihm dort alles Gute. Und beim Neftali ist es so, er ist noch ein Spieler, der in den nächsten Jahren auch noch auf diesem Niveau weiterhin spielen will. Und ich glaube, bei uns ist es sicher momentan für ihn schwierig, die Spielminuten zu bekommen. Auch ein wunderbarer Typ, ein unglaublicher Teamplayer auch. Auch ihm wünsche ich alles Gute beim FC Schaffhausen, dass er dort dann auch die Spielminuten hat, die er jetzt bei uns weniger gehabt hat. Jetzt fehlt gegen St. Gallen der Diaby gesperrt. Wer kann sonst nicht dabei sein? Ja, wir haben ein paar Fragezeichen und wir müssen dann morgen schauen, wie es dann effektiv aussieht. Also wir haben ein paar Tendenzen. Randy Schneider sieht es im Moment wieder besser aus. Beim Antoine Bauern ist es so, dass er sicher noch ausfallen wird. Das ist klar. Wird vielleicht bestenfalls nächste Woche ins Training wieder einsteigen können. Müssen wir mal schauen, oder vielleicht mal in den Teilbereich. Der Carmine Capetta, der auch noch fehlt, aber auch langsam wieder wird können integriert werden in den nächsten Wochen. So sieht es im Moment aus und ich hoffe dann, dass wir morgen positive Rückmeldungen haben von denen, die jetzt noch ein bisschen fraglich sind. Gut, dann wünsche ich dir viel Glück und eine gute Leistung in St. Gallen und möglichst 3 Punkte. Danke vielmals, Patrick Rahmen. Merci vielmals, danke schön.